Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge ist uns ja der Strom so ein bisschen ausgegangen. Mittlerweile schaut es schon wieder ein bisschen besser aus. Ja, wir sind am vielen verschiedenen Sachen machen und schauen, dass das funktioniert. Ich will jetzt vor allem an der Stelle hier nochmal was anpassen. Und zwar ist es jetzt hier so. Ich habe wieder mal natürlich meine eigenen Ideen. Das ist jetzt wahrscheinlich. Ich habe jetzt die ganzen Nachrichten von Ruwe Service durchgelesen. Auf jeden Fall vielen Dank, Ruwe. Oder schreibt man es Ruwe? Ruwe. Ruwe. Ich hoffe, ich sag's dir richtig. Ruwe Service. Ja. Ich baue relativ kopffrei, muss ich sagen. Also wirklich durchgerendert ist da vieles nicht, sondern ich baue einfach nach Gefühl vieles. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Sache, aber dadurch entstehen so witzige Situationen wie zum Beispiel Stromausfall. ja, das hier ist wahrscheinlich auch vollkommen übertrieben, weil wenn wir überlegen, wie viel kommt hier raus? 8 Dampfwolken und hier 4-10 Sekunden. Du bringst hier alle 10 Sekunden 8 raus, obwohl... ist genau, wenn wir beide haben, die perfekte Menge in dem Fall, ne? Und dass wir einen Rückstau haben, weil wie gesagt, hier darf ja kein Stau am Ende entstehen. Deswegen wäre es, selbst wenn das jetzt mehr wäre, wäre es besser, mehr zu haben als nicht, weil ja, wenn irgendwas schief geht, sitzen wir am Ende am Arsch drauf. So, ja, das Leicht- und Schwerdestillat, das habe ich hier dauernd natürlich verbrannt, das war nicht so schlau. Wir verwenden jetzt mal das Schwerdestillat für die Produktion oder für die Verbrennung hier. Werden jetzt aber auch hier das Ganze nochmal umbauen, hier zwei Tanks einfügen, die das Leicht- und Schwerdestillat auffangen und dann die zwei reintun. Bedeutet, wir haben dann hier eine eigene Produktion für Dampf. Dann will ich hier einen Verteiler jetzt einsetzen. Hier so einen. Ausrichtungsgleicher hier, der sich dann darum kümmert, dass er hier die höhere Priorität hat, Dampf hier reinzufördern, wie die Seite. Bedeutet, nur im Notfall wird Dampf aus der Hauptproduktionsleitung in unseren Energiebedarf reingeschüttet. So, mein nächster Gedanke, warum ich das mal so gebaut hatte hier, das Ganze soll overpowered sein. Bedeutet, das Ding soll gefühlt das Doppelte produzieren, wie wir hier benötigen am Ende. Grund dahinter ist, wir haben hier die Produktion, die am Ende mit Schweröl und Mittel, das die da rausbringt, und natürlich das saure Wasser. Und wenn die hier mehr produziert, dann sollten die das hier auffüllen können. Und danach schaltet sich halt die Reihe hier ab. Und die hier tut dann das hier befüllen. Und damit sollte dann sozusagen das hier bepowert werden. Bedeutet, der Sinn dahinter wäre... wenn das Ding bummvoll ist, dann benötigen wir nicht mal irgendwelche extra Produktionsdinge, sondern das hier ist halt einfach so overpowered, dass wenn was ist, das einfach hier abgezogen werden kann. Das ist im Grunde die Idee, die ich hier hinter hatte. Ob das jetzt so schlau ist oder nicht, ja, kann man drüber streiten. Ich fand das eine sehr interessante Idee, einfach zu sagen, man hat eine Produktion, die halt so stark ist, dass er das eine so oder so auslastet und dann umschalten kann, um das andere mit einer Reserve anzupumpen. Die Reserve mag vielleicht noch klein sein, aber wenn wir die neuen haben, werden wir hier die großen Tanks auf jeden Fall hinstellen. Habe ich die schon? Nee, habe ich noch nicht. Doch, habe ich. Nee, die schauen bloß so fett aus. Aber da kriegen wir noch größere Speicher und die stellen wir dann hier auch hin. Dann kann dieser Tank bummvoll gepumpt werden. Und alles drum und dran. Vielleicht werde ich das Ganze mal umbauen, dass ich sage, okay, hier gibt es einen Zwischenspeicher oder die arbeiten extra zu denen hier. Aber ich habe, das ist jetzt so schön klein und eng, dass ich das eigentlich ganz nett finde. So. Jetzt gehen wir zum Punkt über, dass wir hier zwei Flüssigkeitsspeicher brauchen. Und zwar am besten bis hier vor irgendwie. Dann müssen wir nämlich schauen. Jetzt geht ja hier das Schweröl... langsam hat es echt viele Kabel. Das wird echt langsam ein bisschen kompliziert. So, das ist die Schwerölleitung, genau. Gut, dann... okay, fangen wir erstmal auf der anderen Seite an. Lassen wir das wieder bis Stock, gut.
dann setzen wir jetzt hier. Ich würde das gerne. Gut, und dann setzen wir jetzt hier diesen Verteiler ein. Das ist doch mal die dümmste Sache. Genau, und derzeit wird das aufgebaut und dann können wir ihm doch hier sagen, Priorität, genau. Bedeutet, er schießt so gut wie möglich alles erstmal von der einen Seite durch. Deswegen streckte Einheiten einer gleichmäßigen Zufuhr. Nee, in dem Fall nicht. Kostet zwar Energie jetzt in dem Fall, aber dadurch können wir halt hier sagen, hey, okay, nimm echt nur das, was du hier kriegst, als Priorität und solange lass die andere Leitung zu. Somit kann ich nicht einfach einen zweiten Support-Channel sozusagen offen lassen im Hintergrund, ne? So. Jetzt hat Leichtdestillat. Ich will hier 50-50 machen. Zwei mit Schwerdestillat, zwei mit Leichtdestillat. So. Bedeutet, wir müssen jetzt gucken, wie wir am besten hier eine Leitung wieder durchballern. Und noch eine Röhre hier versenken. Lass mal die kurz abreißen, bitte. Schnell entfernen. Wir brauchen jetzt hier einfach ein bisschen. Zack, weil das ist unsere Lebensader ja quasi, ne? Die müssen wir jetzt mal ein bisschen anschauen. So. Weg mit euch, zack, gut. Dann, das ist sowieso die erste Leitung. So. Gut, und dann hier anschließen, gut. Das geht echt langsam an die Röhre. So, wo sind wir denn da durchgegangen? Gut. Und jetzt müssen wir halt hier sagen, schnell liefern. Also vollkommen in Ordnung, wenn die. Wenn das noch nicht angeschlossen ist an irgendwelche Maschinen. Aber Hauptsache der Tank steht schon mal. So. Jetzt sollte das abtransportiert werden, hoffe ich. Ja, hier scheint was anzukommen. Perfekt. Sind natürlich jetzt nicht die Massen, die man sich vorstellt, aber es ist trotzdem etwas. Gut, als nächstes müssen wir nochmal gucken, was die Mitteldestillatanlage hier war. Dann sagen wir jetzt hier mal Richtung ändern. Nein. Richtung ändern. Und das entfernen. Genauso wie dass wir das hier entfernen, das Mittelgerät hier. Und jetzt haben wir einen Puffer schon mal für das Schweröl und das Leichtdestillat. Wie gesagt, wir versuchen jetzt mal auf eine interessante Weise, muss man jetzt nicht sagen, aber auf eine andere Denkweise. Ich denke gerne so ein bisschen anders zwischendurch, um zu gucken, wo man was verbessern kann. Und das ist jetzt eine Sache davon. Zu gucken, ob vielleicht es durch diese Wege ja, doch auch interessant funktioniert. Vielleicht nicht so kommerziell passend, aber solange es funktioniert, funktioniert es. Dann können wir auch sehen, wie groß der Puffer ist und wie viel jetzt wirklich verbraucht wird am Ende. Das Wichtigste am Ende ist so oder so, dass einfach die Dampf produziert. Wenn genug Dampf da ist, sind alle happy. Und wenn wir zum beiden jetzt so ein bisschen abgreifen, das Schweröl und das leichte Destillat,
dann sollten wir immer wenigstens zwei haben, die hier das liefern. Jetzt können wir mal schauen, weil, wie gesagt, Rowe, der Rowe-Service hat ja gesagt, ich soll mir das ein bisschen durchrechnen. Ich kriege hier 4 leichtes Dilat alle 20 Sekunden. Bedeutet alle 20 Sekunden 8, 16, 24 leichtes Dilat. Alle 20 Sekunden. Ich brauche alle 10 Sekunden 6. Bedeutet, es ist ausgeglichen. So wie wir es wollen. Gut, Schweröl brauche ich alle 10 Sekunden 4. Ich krieg bei jedem 2. Alle 20 Sekunden. 4. 8. Da tue ich ein bisschen überproduzieren, schauen. Da habe ich rein theoretisch eine Anlage zu viel aktuell. Wenn wir das jetzt so ansehen würden, bedeutet, Schweröl sollte sich langsam sammeln. Genau. Bedeutet, hier müsste man dann überlegen, ob man nicht noch eine zweite Anlage hier irgendwo hinstellt, die sich darum nochmal kümmert. Die Fliege nervt schon wieder. Weil eng ist es natürlich hier trotzdem. Aber es sollte sich so oder so langsam sammeln, weil einfach... Weißt du was, wir bauen jetzt hier trotzdem einfach nochmal kopieren. Da kommt jetzt nochmal eine Schwerölanlage hin. Vielleicht blöd und nicht effizient, das Ganze hier hinzuleiten. Aber ich denke, wenn man das hier so hinleitet, dann wird das hier hinten zwar auch, aber wenigstens auch schön aufgefüllt, weißt du? Und wir haben das Schweröl auch ausbalanciert in dem Fall dann, ne? Weil dann sollte sich auch nichts hier unbedingt im Lager sammeln. Stimmt, hier habe ich auch wieder welche angebunden, ne? Auch ein bisschen doof. Kein Labor verfügbar. Hä? Wie kein Labor verfügbar? Ach, ich habe euch alle pausiert, ne? Aus Panik. Hey, da war was. Wir schauen alle wieder gut aus. Was haben wir alles runtergefahren? Alles. Gut, was auch gesagt wurde, ich solle eine Anlage hier auf höhere Priorität stellen. Wir haben jetzt hier P9. Warte mal, wie war das jetzt wieder? Geht mal weg, ihr nervt. Eigene Prioritäten, Arbeitszeugnis, Strom, Wartung, Energieverbrauch. Je niedriger die Zahl, desto höher die Priorität. Wir sind auf P9. Auf was habe ich denn die Dinge eingestellt gehabt? Habe ich das falsch gemacht? Nee, P10. Ihr seid P10. Ach nee, warte mal, ich habe hier Priorität. Produktionspriorität ist gleich das, was uns interessiert in dem Fall. Hä? Nee, warte mal. Hä? Ah, dann muss ich die einstellen und die soll auf P6. Oder nee, warte mal. Priorität, hier. Allgemeine Priorität zur Arbeitszuweisung. Strom, Wartung, Energie, Einigkeitsverbrauch. Je niedriger die Zahl, desto höher die Priorität. Ah, okay, warte mal. Ich muss im Grunde... Ist ja auch hier niedriger, schon wenn wir mit niedriger Priorität in Bereitschaft sind, desto niedriger die Zahl, desto höher, desto höher die Priorität. Bedeutet, wir sagen mal, die hintere Anlage hier, die stellen wir auf, wir gehen jetzt nicht ganz auf P3. Bedeutet, und jetzt können wir ja hier das kopieren, die Einstellungen. Gut, dann sind jetzt die alle aktiv. Perfekt. Und hier, ja, laufen auch noch welche, aber die hinten läuft auf Hauptleitung. Gut. Das scheint doch gut zu laufen. Das hier ist ja auch ausbalanciert schon. So viel Dampf produziere ich jetzt ja eigentlich? Ich produziere hier jeweils 8. Also ich übertreibe hier so oder so. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ich übertreibe so oder so von der Masse her. Ich habe lieber ehrlich gesagt mehr als zu wenig. Vielleicht immer ein bisschen dumm, weil ich mich damit in die Scheiße reite, aber es ist praktisch. So, was wir jetzt auch machen können, ist hier die Backup-Leitungen wieder aktivieren, die unseren Kollegen drüben auffüllen, falls was ist. Wie gesagt, ist ja nur für den Notfall gedacht. Wir hoffen mal nicht, dass das passiert. Genau, und das hier können wir jetzt hoffentlich pausieren. Weil wir das nicht brauchen, die Verbindung.
Und ihr liefert jetzt uns neues Wasser. Also hier Wasser laufen, ich sehe nicht, wo es hingeht. Seid ihr echt aktiv? Macht ihr was? Habe ich den jetzt pausiert oder nicht? Habe ich pausiert. Oder? Ja, habe ich pausiert. Gut. Jetzt einfach wissen, was passiert. Ne? Aktuell füllt er sich noch gut auf. Die Frage ist, wie lange passiert es noch? So, wie viel Wasser brauchen wir? Komm, wir machen jetzt mal richtig Rechnung. Ich brauche hier jeweils 8. 8, 16, 32... Ja, 16. 24, 32. Ich weiß gar nicht, was ich mich so anstelle. Ich bin echt dumm, ne? 8, 40, 48. 48 Wasser brauche ich für die Anlage. Ich produziere hier jeweils 8 alle 10 Sekunden. Hab 5 Stück davon. Bedeutet, ich habe eine zu wenig. Bedeutet, wenn ich eine ausschalte, dann sollten wir auf Gleichstand sein. Right? Right. So. Da der Arsch jetzt auch weg kann, wir denn die Verkabelung ein bisschen neu machen können, sollten wir hier noch mindestens eine Anlage hinstellen können. Und dann sollten wir wieder auf einem guten Quid pro Quo Stand sein. Und ich sehe schon wieder, dass Kupfer ausgeht. Das finde ich nicht cool. Ich glaube, wir minen schon wieder kein Dochweg. Minenkupfer. Hä? Was mit den Kupferplatten schon wieder das Problem? Aha. Wir stehen an. So, was ist jetzt das Problem? Wir standen gerade hier voran. So. Ich überlege gerade echt, ob ich das hier so mache und dann einen Verteiler rein. Dass wir hier ja nicht irgendwie Stillstand haben. Obwohl, wir können dich rein theoretisch einfach mal verbessern. Dann schießt du sowieso in zehnfacher Lichtgeschwindigkeit da rein. So, jetzt haben wir hier. Jetzt können wir auch hier nochmal gucken. So, hier brauche ich 16 unreines Kupfer. Ich könnte das mit Säure auch machen. Aber Säure zu produzieren, nee, da habe ich jetzt echt... Soll ich Säure produzieren dafür, um 3 mehr zu kriegen? Also, ich habe hier 16. Ich brauche 16. Ich produziere jeweils 8. Bedeutet, ich habe gerade genau die passenden, oder? Warte mal. Alle 40 Sekunden. Du hast auch alle 40 Sekunden. Bedeutet, es ist eigentlich das, die perfekte Balance, wie ich es gerade habe. Mir scheinen aber gerade die elektronischen Teile so ein bisschen auszusehen. Kann das sein? Weil wir gerade nachproduzieren wie Sau. Ah, weil uns die... Weil ich die zweiten Konstruktionsteile so verwendet habe. Ja, okay, das ist wieder ein temporärer Punkt. Ah, schade, jetzt kommen die großen Lager. Schau an, jetzt halt haben wir es. Jetzt halt ist es unterwegs. Jetzt haben wir es, jetzt kommen die großen Lager. Das ist das Ultimatum. Die großen Lager hier. Die Fliege geht mir aus der Sicht. So. Das ist jetzt halt wieder alles Warterei, ne? Überladene Laster, Lastwagen können um 15% überladen werden. Wir benötigen aber 20% mehr an Wartung. Überladene Lastwagen können 15%. Hä? Ist es nicht dasselbe? Okay. Hier haben wir Plastik. Hier ist Biodiesel. Vielleicht in der Zukunft, um weniger Transporte zu machen zu müssen. Ganz interessant. Ethanol und Speiseöl oder Soja. Ah, nee. Kann ich das in der Mühle machen? Ich kann in der Mühle Sojabohnen zu Speiseöl umwandeln. Und Tierfutter. Unterkünfte 4. Nee, 3. Schiffsmotoren, Drehofen, Wiederherstellungs-, katalytisches Gedöns. Rohbenzin.
Ich glaube, hier ist dann eh wieder viel zum Verändern an der Produktion von Benzin. Wenn man sich das so anschaut. Obwohl, hä? Ich habe hier Rohbenzin. Aber was soll ich mit Rohbenzin? Ich glaube, dass da irgendwas noch kommt. Hier. Hier kann ich mit dem Cracking, mit der Cracking-Anlage aus Rohbenzin und Wasserstoff, Diesel und Brenngas herstellen. Kann ich nicht Brenngas auch wieder zum Diesel umstellen? So, jetzt will ich mal kurz gucken. Wo ist unser Mixer? Hier ist unser Mixer. Diesel. So. Also schauen wir mal an. Ich kann hier rein theoretisch aus Ethanol und Speiseöl Diesel herstellen. Gut, das sind die Verbraucher, die wir haben. Zum Beispiel eine Gasfackel und eine Cracking-Anlage. Was ich aber interessant finde, ist, wo ist es denn hier? Rohbenzin, Wasserstoff macht Diesel. So, kann ich mir den Rohbenzin einfach anschauen, wenn ich hier draufklicke? Nee, ne? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich will sehen, was Rohbenzin macht. Doch, Rohbenzin, schauen, haben wir doch. Rohbenzin wird aus Schweröl und Wasserstoff gewonnen. Da mache ich Rohbenzin und Brenngas raus. So. Für was kann ich denn zur Hölle nochmal Brenngas benötigen? Brenngasproduktion, ja, das wissen wir schon alle, wo wir Brenngas herkriegen. Aha. Aha. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das verwenden würden in der Zukunft für die Heizkessel. Heizkessel. Und was machen die? Wasserstoffreformer. Au. Oh, okay. Aus Brenngas und hohem Dumpf machen wir Wasserstoff und Kohlendioxid. Ich glaube, die Leute sind nicht so happy, wenn da ein Kohlendioxid herstelle. Elektrolyseanlage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber was halt interessant ist, dass ihr Schweröl und Wasserstoff Rohbenzin Brenngas herstellt. Ich kann auch Rohbenzin rein theoretisch herstellen. Und aus Rohbenzin und Wasserstoff könnte ich dann wieder Diesel herstellen. Aber das ist ja nur rein theoretisch eine vollkommene Verschwendung von Wasserstoff in dem Fall. Obwohl, ich würde wahrscheinlich, warte mal, ich kriege dafür dann halt mehr Brenngas raus. Mit Brenn, eigentlich nicht doof. Ein bisschen mehr Wasserstoff produzieren und dafür mehr Brenngas rauskriegen für die Öfen. Das ist gleich gar nicht doof. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Wir müssen mal gucken, was die jetzt alle für ein Problem haben. Weil die wollen ja überall irgendwo hin und ich weiß noch nicht so ganz genau, wo wollten die alle hin? Ach so, die wollten... die wollen jetzt alle per Hand noch machen. Ja, das geht leider nicht. Da kommt ihr nicht hin. Hey. Warte, ich stelle euch das schnell fertig. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.